Hallo, guten Abend, heute mit einem verkürzten Start. Hallo, na, ich gehe mal direkt zu John im Discord. Hallo, John, direkt mit Stream hier, hallo. Hi, ich bin gerade im Gefecht. Das bin ich auch gleich. Na, hast du erfolgreich die schlimmste Phase überstanden? Ja, und jetzt geht es wieder deutlich besser weiter. Das wünsche ich auch. Also, ja. Ist gerade schlimm. Und dann geht das noch bis morgen? Ja, genau. Also wir können nur noch heute, die irgendwie 8, 9 Stunden oder so. Ende der gewerteten Gefechte in 6 Stunden. Bei mir ist jetzt so, ich bin Rang 7, also ich habe schon 4 Sternchen wieder gesammelt in 5 Gefechten. Alter, das ist ja richtig Glück. Ich habe offenbar schon 5 Siege eingefahren. Krieg ich gleich wieder Stahl. Komm schon, Zion, geh drauf. Nein, warum nicht? Tu es. Und warum? Muss ich manuell feuern. Bringt nichts. Jack! Nee. Mensch, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Jack, wie geht's dir? Was Was? machst du? Und schön mal wieder von dir Nein. zu hören. Hallo. ja. Immer das Schlimmste behaupten. Ja, Mann, wie? Hier geht's dir. Alles. Was mache ich? Ich mache mein Abi nach. Oh, schön. Also, viel Erfolg dabei. Anstrengend. Willkommen auf Jung, da Europa, ist er. Kapitän. Das Müllschiff. Die spammt schon wieder. Ich drehe jetzt schon mal was. Ja, die ist tot. Geht doch. Danke, Franzose. Danke. Ja, sie brennt. Geht doch. Meine Fresse. Bist du schon am Stream? Ja. Oh. Und im Anschluss studiere ich. Oh, sehr schön. Was hast du denn vor zu studieren? So, Musashi. Hi! Ah, Kacke. Ich sag bitte nicht BWL. Jura. Das wäre ja okay. Solange es nicht BWL ist. Warum BWL? Warum nicht? BWL ist so völlig. Ich habe keine Ahnung, was Unnötig? ich studieren soll, also studiere ich BWL. Damit mache ich am meisten Geld. Und hast auch die meisten Konkurrenten und so übertrieben mehr bezahlt wirst du gar nicht. Nö. John Musashi. Boah, was? IT-Ingenieur, okay. Das klingt nach einem Plan. Mein Gott, jetzt fackelt doch mal weg. Fackel Musashi.
Das ist eine Riege. Die nehme ich. Die nehme ich zum Frühstück. Mir schon ein paar Programmiersprachen angeeignet. Okay, das lass mal hören. Da weiß ich nicht, ob man Ruby oder Python für diese Richtung gebrauchen kann. Python kannst du mittlerweile eigentlich für alles gebrauchen. Also ja. Python ist, scheint mittlerweile so ein bisschen so eine Universalsprache zu werden, weil es relativ einfach zu erlernen ist und für alle wichtigen Anwendungen das ich sag mal die wichtigsten Möglichkeiten liefert, die man so braucht. Python wird fast überall genutzt. Und es ist halt, es hat den Vorteil, dass es halt auch nichts Exotisches mehr ist. Also du hast da nicht so eine Spezialanwendung für, ja. Also ich sag mal so, es wird auch bei uns, wollte ich schon sagen, nicht mehr ganz uns, aber halt in der Meteo verwendet. Ja, ich habe den ersten Stern wieder. Ich bin froh. Für diverse Modellierungen. Kannst es aber auch genauso gut für Grafikanwendung verwenden, also das macht schon einiges her. Sag mal, ach so, die steht hier vorne, die Friedrich. Ups. So, nächstes Gefecht kann nicht so schwer sein. Hus, hus. Oh, verdammt, Kennen ist knapp überlebt. Auf jeden Fall schöner als Java. Nur alles ist schöner als Java. Es geht. Yay. Siebte Stern, also Sternchen, weiß nicht wie viel. Oh, ich habe wieder Stahl gekriegt. Yay. Naja. Oh, ich mach mal direkt weiter. Viele Achter hier. Und Kuniberti und Schulz sind für mich richtig gut, weil die super schnell aufgehen. Und da habe ich viel Spielraum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Allem, Tippets, Kesage, Chakalov. Okay, die CVs machen mich halt auf, aber prinzipiell. Sieht das eigentlich erstmal ganz okay aus. Die Schütze bereit, volle Fahrt voraus, ab in die Schlacht. Nun habe ich nur gesehen, dass du mal wieder streamst. Wollte mal Hallo sagen. Ja, gerne. Also, was heißt mal wieder, ne? Also, ich stream jeden Tag seit langem. Es kommt jetzt nächste Woche, also ab diesem Sonntag bin ich für 3 Wochen weg. Bin an einem anderen Standort und hab da halt nicht so gutes Internet.
Jo. Aber ja, schön mal wieder von CE zu hören, Jack. kenne ich. Nun, ich wünsche euch noch ein paar geile Games und verabscheue mich mal wieder. Ja, gut. Nein, alles gut. Schön, dass du da warst. Man sieht sich bis die Tage. Ja, mal gucken, ne? Samstag letzter Stream. Und dann erst Ende Juni wieder. Hola. Hey, John. Ja, ich bin hier schon, aber danke. Ja, ich. Da ist jemand müde. Nee, gar nicht. Ich hab nur einfach gerade meine Konzentration woanders. Was ist rund, groß und ein wenig in Eile? Buddy? Schön, Spiel. Ich habe meinen Coupon eingelöst. Vielen Dank. Das fängt doch richtig gut an. Nein. Oh nein, die Alaska kommt. Kuscht euch ins Grab. Oh, den Ziff. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Jawohl, erstmal die gesamte Zeit in den Berg versenken. Perfekt. Qualitatives Gameplay heute wieder unterwegs. Atago. Gegen die Schulz komme ich nicht alleine an. Also sie können versuchen, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Kann nicht wahr sein. So. Na, Audi, wie geht's dir? Boah, soweit gut. Ich guck grad, Auktion ist noch uninteressanter geworden. Die Regeln haben sich geändert. Die Lose fallen unter die Einheitspreis-Auktionsregel. Alle Gewinner zahlen das niedrigste erfolgreiche Gebot. Das heißt, du bietest ganz viel und musst dann das zahlen, was am niedrigsten gedingst wurde. Genau, also du, nur die Gewinner zahlen das. Ich dachte schon, alle zahlen den niedrigsten, also ne, diesen Basispreis, wenn du teilnehmen willst. Gibt ja diesen Mindestpreis, habe ich das zuerst verstanden. Aber nein, die Gewinner kriegen zahlen nur das, was der niedrigste zahlen muss, der geboten hat. Okay. Ja, okay. Ja. Ich bin ja mal gespannt, für wie viel die Musui dann über den Tisch geht. Musashi. Fast das gleiche. Missouri ist das Schiff, was ich gleich fahren werde. Wahrscheinlich, vielleicht. Oh. Und das Alaska, ha, wie ein Wunder, ey. Ja, hallo, der Body. Mich gezieht hat, genau, ist klar. Mein Gott, die Runde verlieren wir wieder. Das war's mit dem Stern. Ah, geil. Ja, klar. Kickt noch von der Minnesota an auf die Fresse. Perfekt. Die Boomer macht den Job. Noch bei der Quali? Ja, bin sauer gerade. Das ist das Einzige. Man hört's. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar keinen Ton, aber natürlich habe ich keinen Ton. Ich habe den Stream gemütet. Ich treffe nur diesen Torpedowerfer. Ich drehe am Rad. Ja, ich bin raus. Perfekt. Danke, Monty. Danke, weil unser Team wieder mal useless ist. Oh, dann nicht. Ich bin noch nicht getot. Okay, Glück gehabt.
Okay, ich habe jetzt zweimal erobert gekriegt. Geil. Ich hab Ton, yay. Ich glaube, ich habe das Spiel noch ein bisschen die leise geschaltet. Oh, John hat sich komplett gemutet. Schon mitbekommen? Lego hat die Preise bis, oder zieht die Preise bis um 20% an. Ja. Von vielen Sets. Hatte ich das gepostet? Ich weiß es ja gar nicht. Hatte ich nicht. Das wurde auf jeden Fall irgendwie schon mal. Ja, habe ich heute gepostet. Joa, ne? Ist ja nicht so, als ob die City-Sets und sowas nicht eh schon zu teuer waren. Mhm. Kann man nochmal einen Zehner draufschlagen. Von den teuren Sets da ganz zu schweigen. Hier der Porsche oder was das war für 400, jetzt 450 Euro. Ohohoho. Alter Schwede, es ist ein drastischer Anstieg. Alabama gegen Kearsarge, na dann. Ich würde sagen, das hat der Gegner verloren. Ja. Ich meine, er kann immer noch einen Solo-Warrior aufs Parkett legen, aber... Das wird nix. Nicht gegen eine Full-Life Alabama, eine Kaga. Selbst wenn er die Pommern jetzt noch raushaut, das wird nicht reichen. Vor allem, wir haben ja auch die Caps. Er muss euch nur alle killen. Nur. Da hinten steht noch eine Full-Dive-Kaga, die kann er gar nicht mehr erreichen. In anderthalb Minuten. Ja, eben. Achso, hallo Buddy übrigens. Völlig drüber weggekommen. Hallo Buddy. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Und noch Ordi, wie geht's dir? Immer noch, okay. Wie gerade eben schon. Na, ist soweit wirklich alles okay. Das Einzige, was ist, ich habe meinen Nachbarn heute mal wieder gefressen, ey. Aha. Weißt du, seit 2014 wohnen wir hier. Seit 2014 läuft das so, wenn wir dran sind in dem Monat mit Müll rausbringen, dass ich da stehe und sonntagabends den Müll rausbringe. Und wenn ich Montag Mittag oder Nachmittag von der Arbeit zurückkomme, sind die Mülltonnen wieder zurückgeräumt. So, das ist so. Da kann ich nichts dran machen. Ich weiß ja nicht mal, welcher Nachbar das tut. Und heute kam er dann an. Ja, haben sie es am Montag nicht geschafft, die Mülltonnen zurückzustellen? Und ich so, wie jetzt? Ne, ich habe da nicht drauf geguckt. Ich habe nur gesehen, da steht keine Mülltonne mehr, als ich nach Hause kam. War mit dem Kind unterwegs, wie seit Januar jeden Montag.
Und kam dann irgendwann nach Hause und da waren keine Mülltonnen mehr. Ja. Ne? Die stand da auch am anderen Ende der Straße. Ich hab die da mal wieder eingesammelt. Oh, oh, schön. Und jetzt? Ich hab die da nicht hingestellt, aber ich hab sie auch nicht reingeholt, weil standen ja nicht mehr da, als sie nach Hause kam. Und die letzten 3 Wochen hat das ja auch funktioniert, dass sie dann drin war. Oh, ich weiß nicht, welcher Nachbar das macht, ob sie das waren oder jemand anders. Hm. Naja, mich hat er auch noch gekriegt, der CV, aber. Und Rang 6, und damit habe ich schon mal einen Rang wieder sicher. auf Silber auf 6 noch gesaved? Ja. Ah, okay. Rang 6 kann man nicht verlieren. Ach ja, Nachbarn. ja, ich gehe anders, aber hab was zu trinken. Yay. Ich hoffe, es hat geschmeckt, Orti. Ja. Und jetzt innerhalb von 2 Matches auf Rang 10. Sehe ich eher wie nie. Man braucht ja auch immer mehr Sterne zwischen den Rängen, um aufzusteigen. Hm. So. Heute bist du der Actionheld. Zeit, dem Gegner das Fürchten zu lehren. Die Cossack, die mich outspottet, die Z46, die mich outgunnt. Na, nicht ganz. Mal schauen. Das ist das erste Mal, dass ich übrigens RPF nutze, also Funkortung. Hm. Ich hatte heute mal einen Kapitän mit Elite-Kapitäns-EP, weil ich da 2,5. Ich habe jetzt Jersey auf 2 und, auf 21 gebracht, weil ich 2,4 Millionen Free Elite Kapitäns EP hatte. Und habe mir dann nochmal die empfohlene Skillung angesehen und gedacht, naja, probierst es mal mit Funkortung. Scheint gar nicht mal schlecht zu sein, um zum Beispiel zu gucken, ob jemand auf das gegnerische, auf das Cap, auf das ich zufahren will, auch zufährt. Ach guck mal, jetzt bin ich auch geortet. Ja. Also Funkortung einzusetzen oder einsetzen zu können, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber du gehst von der Ingame, von den Ingame-Vorschlägen aus, ne? Nee, von dem Doc. Weil für die Haaland ist gar nicht Funkortung vorgeschlagen. General Torpedo Build. Ah, okay, du bist auch. Ja, okay. Ich hab auf den spezifischen Haaland Build geschaut. Achso, ne, ich hab Steuerung F gedrückt und Haaland eingegeben und dann kam halt General Torpedo Build raus. Deswegen wusste ich nicht, dass es nochmal einen speziellen Haaland Skill gibt, Tree gibt. Weil, ja, man kann bei den Europäern eigentlich auch ganz gut die Guns mit nutzen. Ja. Naja, das bildet der halt ab. Hauptsächlich. Wer ist denn General Torpedo Build? Das ist aber ein exotischer Nachname. Das
sehe gerade, mein Haaland-Kapitän heißt Arvid Lidström. Okay. Das ist ganz schwierig, hier reinzufahren. Die Georgia wird mich so aufmachen. Ja, ich habe den Zwirski auf der ist da drauf, weil ich feiere mehr Tier 9 als Tier 10. Hm. Also habe ich die Spezialkapitäne alle auf der 9ern drauf. Hm. Kein Nebel für dich, Alaska. Ich denke mal, das weiß die. Aber Alaska ist tanky genug. Wobei Georgia. Georgia ist böse. Diese 457er Kaliber sind genau die Dinger, die halt so böse Schaden drücken. Hm. Bei Alaska und Co. Und die das nicht mehr abprallen lassen können. Liebe Grüße von denen. Grüße zurück. Grüße zurück. Deine Kopfhörer? Ich habe hier welche mit USB-C-Anschluss liegen. Hm? Du hast gesagt, irgendwelche. Das ist deine Ladebuchse, ja. Und sonst? So. Ja, stimmt, falsche. Ist nicht Klinke. Du kannst halt nicht parallel laden. Oh mein Gott. Ich hab den Torpedo Rush verkackt. Torpedo Rush mit den. Ja, natürlich habe ich das Baby vor. Torpedo Rush mit europäischen DDs ist eh schwierig. Die machen einfach nicht genügend Schaden. Ja, leider. Ja, gut, das hat nicht so gut funktioniert. Okay, ich sehe auch gerade, der Rest von meinem Team ist auch gestorben, also naja. Zum Glück ist der Stern ja, der Rang ja sicher. Auch Grüße aus dem Chat zurück, auch an die Kopfhörer. Ja, aber dann ist schon weg. Ach ja.
Jedes Mal laufe ich vom Bahnhof nach Hause erstmal in die Flasche Richtung. In die falsche Richtung. Achu. Du hast immer nach Westen. Nach Westen? Läuft aber ganz schön in die falsche Richtung. Ja, hat er ja gesagt. Yep. So. Okay, keine Zerstörer, das ist schon mal sehr vorteilhaft. Schiff aufgetankt, Geschütze bereit, volle Fahrt. Keine Zerstörer, ist immer ein komisches Matchmaking. So. Dann schmeiße ich mich jetzt wohl in Randoms. Ich will versuchen, noch möglichst viel zu farmen und das. Ich bin erstaunt, wie gut das heute Abend klappt. Bisher. Also die letzten Stunden waren immer Katastrophe. Ja, die Qualifikation ist auch furchtbar und ich weiß nicht warum. Die ist echt unfassbar fies. Und jetzt, seit ich raus bin aus der Quali, Sieg, Sieg, Sieg. Die Winrate ist jetzt wieder bei 72%. Dabei ist das Matchmaking dasselbe. Du kommst halt als Quali-Mensch in das normale Silber-Matchmaking. Wirklich jetzt? Ah. Ja, viel Spaß. Grüße und man sieht sich Tüldü auch rein. Aber ja, man kommt zwar ins selbe Matchmaking, ja, aber ich habe keine Ahnung, was da der unten, also warum das so gut läuft jetzt. In der Qualifikation, es war ein Kampf, da durchzukommen. Wirklich, Sonntag, den ganzen Tag, eine Katastrophe. Montag, Dienstag. Heute dann die Quali geschafft. Das ist so nervig. Und jetzt bin ich aus der Quali raus und alles. Hui, ist die Welt nicht schön. So nach dem Motto. Ist die Welt nicht schön. Ja, ich weiß nicht, weil mir fällt nichts anderes ein. Und du weißt, was ich meine. Ja, ist ja schon, hab schon verstanden. Nee, also Qualifikation, das ist die schlimmste, das sind die schlimmsten Runden einfach. Mhm. So, das sind ja noch schlimmer als die normalen Random. Du warst gefälscht. Ja. Ist ja wie mit Prüfung. Alles ist Töfte. Genau, Töfte ist gut. Töfte, sieh hier. Oh. Bin wieder da, um festzustellen, dass Warships mal wieder abgestürzt ist. Oh. Das ist nichts Neues. Nee, das ist nichts Neues, aber das passiert aktuell wieder vermehrt. Doppelbrand. Wir haben kein Spotting. Weitnahme von der Iowa ist auch der an Auswahn, ne? Buddy, der ist für dich. Es gibt ja wirklich eine Firma, die heißt On-Off. Weiß ich, hab den auch schön gespürt. Huch, ein Zieltreffer mit der Sekundär und direkt Brand. Das ist doch auch mal schön. Aber den Brand direkt gelöscht. Der schießt HE und macht auch direkt einen Brand. Na gut.
Hey. Ja, Batterienachlader. Aktiviert. Plöng. Der Saut hat wehgetan. Halt auch knapp über 30 Grad. Mache ich nicht mehr so viele Abpraller. Abprallung, also Abprallung nicht durchschläge. Ich weiß, du willst auf mich schießen, Kirsa. Au. Sehr gut. Also es wird doch. Das wird doch nochmal ein Sieg. In Sekunden komme ich wieder auf 36.000 Lebenspunkte. Bis ich dahin muss, erstmal durchhalten. Panto und Georgia machen Nahkampf.
Um Himmels Willen, Ordi. Adrenalinrausch. Ich geh zu und ich bleib zu. Was für ein Match. Was für ein Match. Ich weiß mir nicht sicher, ob man mir noch helfen kann. Patty schreibt auch, ich bin wieder wach. Danke. Patty ist kurz eingenickt. Hilfe! Hilfe, was war das denn? Anscheinend geht die Party ab. Ja, Doppelschlag, Kraken, 92.000 Schaden. Merkt. Alles in der Gneisenau. Oh, in der Gneisenau? Gott, mal ganz was Besonderes. Schickt Ordi ein Buddyphone und quengelt rein. Yay. In Eisenau. Dieses schlimmste Schiff ever. Red Nord. Und das auf dem vorletzten Platz. Ach ja. Ich weiß schon, warum ich in der Quali die Öland bevorzugen sollte. Weil Sternchen... Also sichern kannst du die Sternchen mit der Pommern nicht. Und das sieht ja mal geil aus, das nehme ich. Die Fujin ist noch da, natürlich. Hau sie raus. Eine komplett bisher ungespottete Fujin? Nein. Hau sie trotzdem raus. Aus Prinzip. Wäre schön gewesen. Aber was habe ich jetzt noch gemacht? Unterstützer? Unterstützer. Doppelschlag, Krakenunterstützer, 115.000 Schaden. In der Gneisenau. In der Gneisenau. Gottes Willen. Oh, ich hatte letztens im gewerteten Gefecht eine Dreier, also dreimal Pommern auf einer Seite. Die DDs haben sich gefreut. Mhm. Aber natürlich haben wir das Match mit den drei Pommern verloren. Welch ein Wunder. Bei... Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte den Anschein. Also. Ich meine, wir hatten es verloren. Oh, da ist die Fujin. Direkt neben der König. Tschüss, König. War schön mit dir. Weiter vorhalten. Nein? Weiter vorhalten. Punk. Punk. Fujin, Großkaliber, vernichtender Schlag und das ist nur ein Kratzer? Ah, Zara hat die Fujin rausgeholt. Na dann. Dann haben wir jetzt tatsächlich noch eine realistische Chance, das Ding hier zu gewinnen. Okay. Bist du sehr optimistisch. Das ist 3 gegen 2. Wir haben Punktehoheit und Cap-Hoheit. Und einer von denen hat nur noch 4000 Lebenspunkte. Ja. Hört sich nach Spaß an. Oh, lass mal gucken hier. So. Was hat denn? Schon verkackt. So viel zum Thema, CS frei.
Oh, hallo Kit. Und hallo Adratio. Adriatico. Ja. RIP Maggi. War schön mit dir. Torp Richtung Nebel. Ganz grob einfach. Und ja, naja, ich muss nur erst in die Richtung drehen. Die Torpwinkel sind nicht so gut bei dem Ding. Der Adriatico fährt mit ihrem Nebel ja mit. Hallo, Spectaculous, hallo. You were already here some time before. I remember you speak English. Yes, hey. Nice. Then welcome back. Ich wollte mir die Ergebnisse anschauen. Habe ich ausgerechnet dann Escape gedrückt, als es geladen hat. Ich glaub. Italian guy. Yeah. Hey, wie meint. Wait, I know, but there was some memories about it. Auf den Friedrich schießen, ohne entdeckt zu werden. Oha. Das gab direkt die ersten beiden Tagescontainer im ersten Match. Und verkackt beim Boden. Mach mich auf. Ja, ein Sekundärtreffer direkt vorher. Oh, die Kita macht für, also macht Nebel. Ja, direkt gleich mitnebeln. mit rein. Oh Mann, die arme Friedrich. Die ist versehentlich auf die Kita mit. Und da ist er weg. Bei High DPM Ballerbuden. Boah. Ich würde auch, das würde mir auch voll auf die Nerven gehen. Naja. Machst du halt nix. Vollkommen richtig.
bräuchte man einen weiteren Torpedowerfer noch. Er hat den Torpedo rasch überlebt, verdammt. Ach, puh. Muss ich nur noch die Kit überleben? Das stelle ich mir eher schwierig vor. Oder was auch immer da noch so ist. Okay, jetzt brenne ich aus. Doppelbrand. Ja, ciao. Mann. Ja, schade. Das Gefecht werden wir wohl verlieren. Auch mal gegen Marco Polo. Oh, nice. Now I'm in Germany for work. Nice. Then, welcome. If you are able to talk about what are you doing here? Oh, Nikita. Nein, Nikita. Oh Gott, Jean-Bart und Pommern gemeinsam gegen eine Kit und eine Kita Kase. Ausgerechnet Jean-Bart und Pommern zusammen. I have to fix a machine that produces plastic bottles. Ah. Okay, then, much luck. Was ist denn das? Viel Erfolg. Das muss ich mal nachgucken. I wish you success. Oder tatsächlich good luck. Okay. Gefechtsergebnisse. Ja. Sehr cool. Yay. Die Macken wollte mich rausrauben. Da hätte es vorbei sein können, aber meine Torps waren schneller. Eine Millisekunde. Ihre Leiche hatte noch genug Schwung, um mich wegzurammen. Oh. So knapp. Ah. Schön. Vor allen Dingen seit langem mal wieder ein Kraken. Das ist, ja. Das ist lange her. Den letzten Kraken hätte ich ja vor ein paar Tagen haben können, aber da hat es für den letzten Kill nicht gereicht.
Das erste Mal, dass ich mir denke, ah, jump hard. Sieh zu. Wait, someone is calling me. Ja. Okay, Kita ist weit weg. Wunder gibt es wirklich, der Sieg ist greifbar nahe. Oh, 111 HP. Shit. Das Gefecht endet in 5 Minuten. Nein, Cap. Verlier das Cap. Ja. Wunder gibt es wirklich. Der Sieg ist greifbar nahe. Ey, das ist. Das ist ja noch spannend. Another one is broken in Belgium. Okay. Das gegnerische Team hat fast gewonnen. Wollen wir uns auf ein Unentschieden einigen? Meine Güte, ist das spannend. Oh, das ist die Kita. Da war jetzt natürlich das Cap zurückgesetzt. Hier konnte nicht. Dude. Schon ein paar Mal ein Plus 1 gebe. Aber die macht gerade, also die macht das schon ganz gut gerade.
Jetzt hat der Gegner überholt. Ja, komm, schmeiß die Kit raus. Ja. Wenn du jetzt noch A kriegst, ne, dann haben wir wieder... Du meine Güte. Aber das wird leider nicht, noch nicht reichen. Dafür haben die einfach punktemäßig gerade einen Vorsprung. Aber rein zeittechnisch hätte er rechts um die Insel rumgemusst, aber dann wären die Tops von der Kita gekommen. Und Gandhi oder nicht Gandhi, ist egal. Ja, Tops hat er ja. Ja, sind immer noch japanische Tops. Da ist sie. Ohuhu. Ja, haha, die hat sie gekriegt. Oh, ist das der Hammer. Oh Gott. Oh, wow. Eins will. Ja, das war ja wirklich spannend. Ey, Dijon Bart. Das ist natürlich doof, deinen Kommentar zu hören jetzt, bevor das entsprechende Videomaterial ja, dazu ist. Ja, macht, ich weiß. Aber... Komm, die Kit und die Kita kriegen auch ein Plus 1. Ui. Wie weit bin ich hier jetzt eigentlich? Ich bin jetzt Rang 5 und habe 9 Siege eingefahren. Ich habe schon 2, 4, 600 Stahl gekriegt. Ja. Ist auch gar nicht so schlecht. Ja. Platz frei? Bitte? Ich hab... Habt ihr noch einen Platz frei? Hier fährt keiner Divi, deswegen... Ach so, ich fahr keine Divi. Nee. Mach die gewerteten Gefechte. Und ich dachte bis eben, du spielst auch gewertete, um noch nach Silber hochzukommen. Nee. Kein Bock mehr? Nee, das tut mir nicht an, die kurze Zeit. Ich versteh's. Ja, hast ja nochmal 2 Wochen dann. Ja, also, das mache ich mir eher. Hey, aber das APF hat mich echt verarscht in der letzten Runde, ne? Hat Ewigkeiten nichts angezeigt, dass da bei C irgendwas wäre und dann... Da sind sie. Gleich alle beide. Naja, es zeigt ja immer nur den nächsten Gegner an, ne? Ja, eben, aber dann hätte ich... Also... Die waren ja durchaus weiter vorne. Ja, ab dem Moment, wo das APF draufgesprungen ist, waren sie ja am weitesten vorne. Ja, aber da habe ich sie ja auch schon gesehen. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, die... Ach, egal. Ja, es wird vorher auch was anderes gezeigt haben. Von daher...
Schlachtschiff oder so, war bei dir ja auch direkt um die Ecke. Ja, die waren eigentlich waren die weiter hinter, aber APF ist ja auch relativ ungenau. Es kann auch einfach nur sein, dass es, ja, dass die, boah, wer waren das, die, die Kit kam, glaube ich, irgendwie von links angefahren, so ungefähr aus der Blickrichtung links. Ja, okay, hier wird auch irgendwas bei A rumdümpeln. Das ist auch sehr eindeutig. Wann ist die ich hier gerade spotte, dann halt mal rein. Aha, die Friesland. Dann wird mich outgunnen, aber. Dann hat sich tatsächlich verjagen lassen. Uff, da kommt die Georgia rum. Oh, komm schon. Ja, ich hab die Friesland rausgegannt. Das ist ja mal was. Ja, ich hab doch den Commander. Amaniko, hallo.
müssen Sprit sparen. Boah, nee, geht doch mal dieses Hurenschiff kaputt. Na, Amaneko, wie geht's? Mensch, was ist denn heute los? Heute war mal Jack da, Spectaculous ist da, Amaneko ist da. Gut, Amaneko war auch vor ein paar Tagen schon da. Gestern? Leute. Und gewonnen. So, bei mir ist alles gut. Und bei euch so? Ja, doch, alles Töfte. Ich mache ja gerade, also, wenn die Qualifikation durch ist, zack. Läuft. Sechs Siege, eine Niederlage. Das ist, also, ja, es läuft. Ich würde mir nur gleich mal wieder was zu trinken holen. Das ist ein guter Plan. Ich glaube, dem gehe ich jetzt nach. Das ist ein Ranger. Qualifikation für was? Achso, ich spiele aktuell die gewerteten Gefechte. Deswegen steht hier rechts auch Rang 5. Das heißt, man spielt im 6 gegen 6 Format gegeneinander und immer wenn man gewinnt, erhält man einen Stern. Und wenn man verliert, verliert man halt einen. Es sei denn, man ist auf dem ersten Platz, dann sichert man sich einen. Und da gibt es jetzt halt drei Ligen. Also Bronze-, Silber- und Gold-Liga. Und da es gerade ganz erst gestartet ist, bin ich jetzt aus der Bronze-Liga in die Qualifikation für Silber gekommen. Das geht noch relativ einfach. Und die Qualifikation selbst ist dann, da musst du halt 6 Mal hintereinander gewinnen, beziehungsweise 6 von diesen Sternen sammeln. Und das ist heavy. Und die Qualifikation für die Silberliga habe ich jetzt halt geschafft. Das heißt, ich spiele jetzt auch in der Silberliga. Und spiele mich hier halt gerade so ein bisschen rauf. Und das Ganze mache ich deshalb, weil es halt in diesen gewerteten Gefechten für eine gewisse Anzahl an Gefechten, für jeden dritten Sieg erhältst du 200 Stahl und am Ende ein paar Dublonen und für bestimmte Ranganforderungen kriegst du, glaube ich, auch nochmal Stahl. Und Stahl wiederum ist eine, ich sag mal, besondere Währung im Spiel, die man für super Sonderextraschiffe braucht. Wie zum Beispiel die Mecklenburg, die ich haben möchte. Also ich habe Pommern, jetzt kriege ich dann auch noch Mecklenburg. Und mal gucken, ob die dann auch vor Pommern ist. Oh Gott. Jedenfalls lange vorbereitet. Ja, ich weiß. fällt mich hier überhaupt nicht reinzugehen. Angeblich ist das nächste Schiff bei B. Okay, ist doch hier vorne. Hier kommen schon eine Menge Zeugs an.
Oha. Lightning hat Hydro. Aufpassen. Jo, Torpedo Beats vor dem Herrn. Hilfe, so lass mich doch zugehen. Ja, danke. Aua. Hey, wer hier? Dass der Abstand zur EG gerade so gereicht hat, damit du zugehst, ne? Vor allem eher zu Fletcher. Der Motor hat den Geist aufgegeben. Oh mein Gott. Ich bin fast tot. Nein! Da haben wir noch irgendwoher eine Kugel in Massachusetts gekriegt. Okay. Tja. Ja, die Kronstadt ist mich mit reingekommen und der Rest dann auch nicht und dann war es das halt. Ob Pommern noch ein guter. Ja, natürlich, ja, Matthieu Gume, aber den Support. Das war von Anfang an eine scheiß Idee. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ihr deswegen beide durch die gleiche Öffnung da reinfahrt. Deswegen war ich auch erstmal so zögerlich, überhaupt dahin zu fahren. Ich stand ja, ne, weil ich dachte dann, bevor die Yugumo da alleine reingeht, fahre ich lieber mit rein und dann schauen wir, dass wir die DDs da rauskriegen. Nur war halt. Das hat Yugumo halt nicht für gemacht, andere DDs zu jagen. Ja. Letzten Endes, wie soll ich sagen? Letzten Endes haben uns halt der Support der Gegner hat uns halt rausgehauen. Paar Totes? Ja. Ich glaube, da wollte jemand etwas anderes schreiben. Paar Totes. Hätte auch von Chaos sein können. Ja, mal gucken. Mal raus aus dem Gefecht und tu mir eben was zu trinken. Sekunde. Na, verloren. Zum Thema, ich gehe raus aus dem Gefecht. Ja. Wirklich. Bin ich wieder. Babychen trinken. Jawohl. Wieder 3DD. Haben wir denn Jutland, Yugumo und Oknevoi? Oh, die Oknevoi sehe ich auch erst zum ersten Mal jetzt. Schiff aufgetankt, Geschütze bereit, volle Fahrt voraus. Die schon wieder 3DD? Ja, das kommt durchaus öfter mal vor. Wenn man DD spielt, sind 3DDs auch gar nicht mal so problematisch, aber wenn man alles andere spielt. Ruprecht, was machst du denn jetzt bei mir? Nennt sich Kirov und fährt mir in die Seite. Na, hurra. Magie haben wir digitiert zu 3DDD-Typ. Gab's denn nicht mal hier aus irgendeinem König DDD? Ich glaube, der kommt aus dem Kirby-Universum. Also hier von ja, Kirby halt, ich weiß nicht. Ach, der Ruprecht.
schreibe mal auf HE Munition um, das ist mir bei vielen DDs erstmal Support liefern und dann kann man später sich immer noch um eine Azuma oder eine Ruprecht kümmern. Und den Schombar brauche ich mit AP gar nicht anfangen. Nee. Easy locker durch die Front durchschießen. Nein, das geht nicht. Was für ein Schiff? Was spielst du? Ja, Pommern. Achso. Wird schwierig. Ach. Und rate, wer mich als erstes angreift. Okay, die Azuma. Aber rate, wenn ich als erstes gesehen habe, dass er mich angreift. Ja, das ist eine andere Sache. Naja, ich bin von heute raus schon mal. Was? Ja. Naja, dann bis denn. Tschüssi. Jo, bis denn. Gute Nacht. Schlaf gut. Bis denn. Hau rein. Tüllö. Ich weiß, bist schon raus, ja. Falls du noch in der Stream zuschaust. Ich glaube, das ist gar nicht da. Nee. Secondary macht die Yugumo platt. Irgendwas. Oh. Ah, die ist raus. Sehr schön. Oh je, noch die Jütland da irgendwo drin. Oh, weißt du was? AE auf Jambard. Das findet die bestimmt gut. Wo ist John, wann ist John eigentlich gegangen? Ich hab das gerade eben. Vor ein paar Sekunden. So. Belastend. Lieb well in your bed gestell. Oh Gott. Okay, mal für den Drop zu danken. Yay, Audi. Okay. Gneisenau, komm aus dem Gefecht zurück. Ich habe mir vorgenommen, heute die Gneisenau durchzuspielen. Ich will wieder zu Bismarck. Eigentlich müsste jeden Moment hier der DD offen sein, da ist er. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Oh. Wir haben die Runde gewonnen. Das ist jetzt eine Überraschung. Und ich bin Platz 3 geworden. Und Platz 1 und 2 haben beide über 2000 Base XP. What? Will ich jetzt keine AP geladen.
Uff, okay. noch in Brand gesteckt. Die Jutland. Okay, 1500 Schaden. Das sollte eigentlich was werden. Eine schöne Torpedo. Tonfrist vorbei. Okay, das nenne ich mal einen Namen. Was? Welcher der Kreuzer Name? Neben mir heißt Schonfrist vorbei. Okay. Tonfrist. Ist das eine Kronstadt auf See? Ach nee, das ist eine Hochbrech, ich wollte schon sagen. Kronstadt, das, oh, ich sag's schon wieder. Ruprecht, das Einzige, was deine Tops treffen werden, ist die Rohen. Alter, das haben wir gewonnen. Sehr schön. Mach jetzt nichts Dummes. Oh. Oh, nicht getroffen. Wunder gibt es wirklich. Der Sieg ist die Torps. Okay, die ist dude. Die ist dude. 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 Puff. Jetzt, wo die Scharnhorst, die Gneisenhorn meine ich, als Baumodell kommt, müsste ich doch eigentlich die Scharnhorst weiterbauen. Gumo, weich aus. Ich glaube, die wäre auch noch gerade schnell genug gewesen. Gerade so. Die Yugume mit ihren 1600 Lebenspunkte geht auf Angriff gegen eine Jütland mit 2000-3000 Lebenspunkten. Und die Kita braucht ein bisschen, bis sie da ist. Ach, die fährt gar nicht rein. Die will nur überleben. 30 Sekunden. Aber das wäre dann der nächste Sieg. Yay. 6000 Lebenspunkte Jütland. Okay. Für die Kita ist eher AFK gegangen.
Magst du eigentlich Star Wars? Wenn die Sturmtruppler mal treffen würden? Nein. Eigentlich eher nicht. Oh, ein Punkt hinter die Yugumo. Der Großkaliber gekriegt. Jetzt den letzten Auftrag von Ehren. Spielen Sie ein Gefecht? Muss in einem Gefecht abgeschlossen werden. Das ist die beste Bedingung, die ich je gesehen habe. Spielen Sie ein Gefecht? Das muss in einem Gefecht abgeschlossen werden. Nein! Doch. Wirklich? Und was gibt's dafür? Nichts Besonderes, ne? Achso, Shinonome plus Kapitän. Jawohl, Maggie, den werte ich zumindest als 2,5 einen Witz. Warum sind nie Stormtrooper auf Conventions? Weil die einen nie treffen. Oh. Oh. Ist überhaupt aus? Wo bin ich denn eigentlich so mäßig? Ich bin jetzt bei 5 und einem Stern. Da war ich, glaube ich, vorhin schon. Ich glaube, ja, die eine Runde ging ja verloren. Und ich habe 11 Siege. Also, demnächst nächste Runde Stahl. Und danach gibt es sogar noch Dublonen. Also, ich mache mal weiter, ne? Nee, aber worum geht's denn aber, Nico? Bin überwiegend eher bei Stargate dabei und so ein bisschen bei Star Trek. Mit so ein bisschen meine ich hauptsächlich Voyager, ein bisschen Next Generations und ja, Picard, okay. Discovery. Erste Staffel war. Die zweite Staffel war ui. Die dritte und vierte Staffel war dann schon wieder besser. Deep Space Nine. Ich konnte mich einfach nie so richtig mit Deep Space Nine. Also ich habe mir einige Folgen angesehen. Ich glaube sogar die erste Staffel. Ich muss mal kurz gucken, was habe ich davon gesehen. Oh je. Erste Staffel gesehen und danach offenbar nicht mehr. kam heute eine Folge Obi-Wan Kenobi raus. Okay. Hö, wieso ist meine Flak an? Sollte ja nicht so sein. Voyager? Star Trek, Voyager. Beste. Fuck, Kira, Odo, einfach meine Favorites. Quark. Ah, weiß nicht. Konnte mich einfach in der ersten Staffel sagen. Einfach nicht so. Eins. Komisch, nicht viele mögen Star Trek Voyager. Was? Finde ich auch nicht schlecht. Denn Voyager ist das Beste. Vor allem, ich weiß nur, als hier die
von Della liegt, dass ein Spiel rauskam von wegen... Oh je, unsere Kita kriegt da echt Probleme gerade. Als das Spiel von Daedalic rauskam, wo man auch irgendwie so, ja, ewig weit weg strandet und dann irgendwie wieder nach Hause kommen muss. Das wurde dann halt auch genau damit untertitelt immer wieder und hier gesagt so, einmal Captain Janeway sein. Sollte nicht die Hand von der Tastatur wegnehmen, weil ich habe gerade so, einmal Captain Janeway sein. So, jetzt bin ich entdeckt von was, was ist hier? Asashio. Tja, Captain Janeway, wäre das nicht passiert mit der Hand von der Tastatur. Ja. Sollte ich mal weg. Oh nein, und jetzt brenne ich auch noch. Ja, wieder zweiter Platz, wieder 1700 Base XP. Ah, und das im Load hier. Schön, Gneisenau läuft heute. Oh, sehr schön. Und mein Kapitän Karl Fertig hat seinen 14. Punkt. Der gute Karl. Oh, die Horne steht ja da drüben. Deswegen greift die so schnell hintereinander an. Oh, die Rupprecht. Maschinengenosse, wir müssen Sprit sparen. Oh nein, die Georgia blockt meine Torps gegen die Rupprecht. Ouch. Ja, das war zu erwarten. The Long Journey Home. Ja, genau, genau, genau. Das war's. Ich mag Voyager tatsächlich am ehesten, weil es noch mit... gefühlt mit das modernste ist. Es sieht einfach von der gesamten Aufmachung her viel, viel moderner aus als ja, TNG zum Beispiel. Dicke Schiffchen, nicht so komplett breit gezogen. Bisschen schnittiger. Aber auch von der Innenausstattung her. Ist das auch eine Serie? Nein, das ist das Spiel, das ich meinte. Das Spiel, das Daedalic veröffentlicht hatte,
Und wo dann immer alle gesagt haben, ja, einmal Captain Janeway sein. Weil das halt im Prinzip genau das ist. Einmal Captain Janeway sein. Sekunde, ich trinke kurz was. Sammlung abgeschlossen. Schön breit gezogene Shuttle der Voyager, der Delta-Klotz. Ja, die Winrate lässt wieder nach. Ja, drei Siege, eine Niederlage, drei Siege, eine Niederlage, ein Sieg. Borg. Borg mit K. Das sind Borkenkäferschiffe. Borg mit G. Borgschiffe sind am schicksten. Nee. Dick finde ich die nicht. Das sind halt einfach Würfel. Ich glaube, bisher das, also das, sag mal, das beeindruckendste Schiff, das ich bisher so, ich finde, gesehen habe, war aus einem der Filme das Bergbauschiff von Nero. Neo? Nero. Einrichtungshäuser des Delta-Quadranten. Was? Borg klingt halt noch schwedischer. Ja, okay. Oh nein. Ach, den Fendt-Fahrer hatte ich doch eben schon. Auch als Gegner. Ja. Ich würde sagen, die hat ein bisschen überdreht. Ach ja. Jetzt habe ich noch auf HE geschaltet. Ah, ich wechsle mal eben schnell. Mal eben schnell 32 Sekunden später. Ja, regelrecht. Warum? Der fährt rückwärts. Musashi tut weh, Musashi tut weh, Musashi tut weh. Oi, das wird weh tun. Aua, 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 ja. Für eine Musashi-Salve war das doch noch Ja, verträglich. alles ist, das war noch okay. Ja, auf die Breitseiten Alaska da hinten schießen. Schießen. Wird leider nicht gut treffen. Ich habe zu wenig hoch, also zu tief gehalten. Kapitän.
Ja, Gegner Ben Hammond A. Drin Türme schießen ganz knapp nicht mit. Sashi schon fast tot. Mist? Ja, hat nur noch 17.000 Lebenspunkte. Hat sie gemacht? 11.000. So, Sashi, was hat die gemacht? Fokust. Autsch, das wird jetzt nochmal wehtun. Ne, tut's nicht. Hat eine Streuung. Gegen die Mini-Jombard habe ich auch relativ wenig Lust zu spielen. Mini-Jombard, sagt er, und ich dachte, du meinst einen dieser neuen französischen Kreuzer. Nee, die neuen Kreuzer sind nicht so dramatisch. Also sind natürlich auch OP, sind ja Franzosen, aber sind halt nicht. Sind keine Jombards im Verhältnis. Zumindest was ich bisher so gesehen habe. Ich bräuchte so einen Glückstreffer auf die Musashi, dass er drauf geht. Ei, Abpraller. Glückstreffer? Okay, kommt sofort. Das wäre nice, Buddy. auch nur drei Abpraller und nicht Durchschlag. Immerhin, es hat mehr getroffen, aber es ist halt. Es ist halt nichts draus geworden an Schaden. Torpedos auf Kollisionskurs. Zeit zu tanzen. Die Plüsch-Torpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs. Ja, jetzt ein bisschen unangenehm. Gegnerische Bayern so, ich fahr mal straight auf die Insel drauf. Oh, TP werden regeneriert. Das kann ich jetzt gebrauchen. Das war erstaunlich kurz. Erstaunlich wenig. Die Plüsch-Torpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs.
sind heute wieder frische Kurs. Wir haben ein Leck. Tauchgang vorbereiten. Die Plästorpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs. Benham für eine Nachladezeit für ihre Torpedowerfer. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Torpedos gesichtet, ruderhart Backbord. Maschinenstopp und alle Mann festhalten. Eieieiei. Bin aber wieder eine irre Nachladezeit. Ach, verdammt. So war das mit dem Glückstreffer nicht gedacht. Na. Alter Schwede. Wo war denn das Scheißding? Außerhalb der Erkennungsreichweite, also über 6 Kilometer. Aber mich ärgert vielmehr, was für eine Irrsinns-Nachladegeschwindigkeit das Ding hatte. Also da kamen ja alle 30 Sekunden Torps. Das bei 72 Sekunden Nachladezeit. Ich nehme mal an, die hat dann 2 Werfer, vielleicht 3. Und hat dann alle 20, 30 Sekunden eine geworfen. Hin. Das sieht auch wieder nach einem Sieg aus, weil der Gegner ziemlich weit hier bei A weggetrieben wurde. Also die Neptun ist weit weg, die Ersatz ist weit weg. Wir haben 2 Caps, also es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich trinke mal eben was. Synchron trinken. Und das war's für die Neptun. Hohoho. Ja, die Neptun ist weich, da. Das ist. Ach ja. 3, 2, 1. Aber es sind zu viel eingedreht, Jombard. Wir liegen in Führung. Mach jetzt nichts Dummes. Ben hat die Höchste rausgetorbt.
Ende. Wie zufrieden sind Sie im Moment mit WoWS im Allgemeinen? Ah. Es ist schon okay. Wieder ein Sternchen hier, 5. Ich komme nicht über 5 und ein Sternchen hinaus. So, aber ich habe nochmal jeden Stahl gekriegt, den ich jetzt in der Silberliga machen kann. Ja, jetzt nach Querquali. Ja, das stimmt auch. Na gut, gegen den DD, da kann ich nicht viel machen. Ich hab's ja mit der Hydro und der Sekundär schon echt gut. Aber, ne? 1 gegen 1 gegen den Benham, da kannst du nicht viel machen. Achso, ja, stimmt. Drittenhafter Dienst abgeschlossen. Na, heiß. Ja. Mehr Gefechte brauche ich eigentlich nicht machen. Ich habe allen Stahl, den ich jetzt noch kriegen kann, rausgekriegt. Hey, fliegen. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 10. Ich muss jetzt noch 10 Gefechte machen, um in die Quali für Gold zu kommen. Und dann muss ich auch noch Gold selbst schaffen. Also, nee. Das wird nix. Und ich habe jetzt 12 Siege. Ich habe den ganzen Stahl mitgenommen. Ja, 200 Dublonen sind schön. Aber dann muss ich jetzt halt noch 6 Gefechte gewinnen. Weil hier 3er Abstand. Ja, ich muss nur noch 6 Gefechte gewinnen. Und das wird heute Abend nichts mehr. Also. Ein Augenblick mal. Wehe. Erster. Ja. Ich habe jetzt eine Shinonome. Was gibt's nicht? Dass es noch keiner Erster geschrieben hat? Nee. Hm. So, 2 sind noch drin, Edamaniko. Und Ed Body. Ich muss nur die letzte Aufgabe hier abschließen. Mit 5500 Basis-EP vor Anwendung der Modifikation auf 2 und 4. Ihr seid doch bekloppt. Ach, immerhin 3 bis 6. Das geht ja. Lass mal machen. Einfach Ausrufezeichen Erster schreiben. Die ersten 3. Naja, die ersten 3 Zuschauer, die schreiben Erster. Die kriegen Credits. Der Abstufung 20, 10, 5 und danach gibt's nichts mehr. Yay. Yay. Top 5 was? Nee, Top Powers und Top Credits. Sieht denn aus? Ordi, 1487 Stunden. Buddy, 1216 Stunden. Chaos hat eine 1090. Vom Weimeister 946. VTX 488. Ja, dass man VTX merkt, halt immer noch in der Liste auftaucht. In beiden. Ja, nun. Ich bin erstaunt, dass Webdoor irgendwann nicht mehr auftaucht. Was denn Webdoor eigentlich mittlerweile? Warte mal. Currency. Er hat 317 Stunden. Ah, der ist schon ein bisschen abgerutscht. Nach Vortex kommt Nimantu, dann Sankalorum, dann ein Bot, dann Black, dann Raptor, dann Dreadmate, Jojo. Und dann geht's unter 200. Bei den Credits. Morty, Chaos, Buddy. Waldmeister Vortex, dann Black, Raptor, Nin, Nimantu und dann geht es unter 10.000, aber es folgen dann noch Sankalorum, Jojo, Dreadmate, nochmal der Bot,
King of the Night, also auch schon lange weg. Night Dragon, Green, Amaniko, John, Drake, Pirat, Maximus, Bot. Joa. Ja. Na denn. Ich sag mal gute Nacht. Hat Spaß gemacht. Ach, stimmt. Gute Nacht. Nochmal die Werte von 18 Gefechte. Und noch, aha, 25 Gefechte. Und Durchschnitt ist Siegrate 72%. Ja. Guck mal auf meinen Screenshot gerade. Ja, ich sehe schon. Was hast du gespielt? Also waren das waren das Zufallsgefechte? Ja, ist random, genau. Ist nicht ranked. Das ist ein Hammer. Das war jetzt gestern und heute. Ja. Und heute habe ich ausschließlich Gneisenau gespielt. Und dass es nicht 100% ist, ist jetzt das letzte Gefecht gewesen, was ich gerade gemacht habe. Mhm. Das habe ich verloren mit dem ersten Platz. Also, ich kann nicht meckern. Das Schiff läuft heute einfach. Ja. Und du meckern nochmal über deine Ranked-Statistiken. Hat einfach 10% mehr overall Winrate in Ranked als ich und jammert. Bei ähnlich vielen Gefechten. Dann jammer ich denn über die Statistik, dass die Siegrate niedrig ist? Das ist mir jetzt aber neu. Yay, haben alle gewonnen. Ein Duracell-Schiff. Es läuft und 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 läuft. Ah ja. Gut, und mein Average Damage ist deutlich höher. Aber dafür ist auch meine Tierstufe höher. Ja, ich habe ja immer am meisten gespielt in den 6er, 7er Ranked Season. Und dann häufig als DD, da machst du halt nicht so viel Schaden. Ja, ging mir jetzt auch so. Hab ja jetzt auch viel DD gespielt. Aber meine Siegrate lag mal bei 76%. Und dann kam halt die Qualifikation, dann bin ich von 72 auf 64 runter. Ich habe jetzt innerhalb von 21 Tagen 91 gewertete Gefechte gemacht. Ja. Ja. Ich habe in den letzten 21 Tagen mindestens ein CV-Match gemacht. Ich erinnere mich nicht. Ja. Okay. Dann mal gute Nacht, schlaf gut und dann morgen wieder. Morgen mit Half-Life dann, wirklich. Bis dahin. Tschö. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht auch an Stream. Gute Nacht einmal Nico. Gute Nacht Buddy. Gute Nacht Bot. Gute Nacht. Bis morgen.